Er kommt an mit seinem Rennrad und er weiß, er ist heiß, heiß wie frisch frittiert. Und er ist schick frisiert. Sagt Hallo zu seiner Schnalle, weiß sowieso, er kriegt sie alle mit seinem jungen Charme. Boah, mir wird ganz warm. Hätte ich so einen Mann mit so einem Rennrad, dann sagte ich zu ihm, ich hab die Blumen weggeworfen und die Katze verschenkt. Lass uns aufbrechen, Baby. Dann leben wir am Adriastrand so als fliegende Händler und verkaufen gefälschte Markentaschen. Oh yeah. Ach gut, bitte, bitte mach Schluss. Wieso? Mir gefällt das gut. Ja. Das ist Dota Care. Das Lied ist ganz neu. Ist mir neu. Egal, ob das jetzt Dota Care, Judith Holofernes oder sonst wer ist. Es ist, ja, nicht mein Ding. Thematisch passend. Die Katz frisst Mäuse. Thematisch passend in unsere Fahrradio-Spielt-Musik-Playliste auf Spotify an, die jetzt, nachdem du das so verrissen hast, natürlich niemand mehr abonnieren wird. Thomas. Ach was, ach was. Gut, hallo. Es gab, hallo, ja, es mag ja vielleicht jemand, aber man, das ist hier eine Sendung, die subjektiven Journalismus betreibt. Wahrheitsliebenden, subjektiven okay. Journalismus mhm. und nicht so eine Scheiße von wegen, Dodo sieht vielleicht super aus und sagt ein süßes Wort wie Rennrad, deswegen gut finden. Dann kann man ja gleich Queen hören. Okay, na gut. Liebe Hörer, willkommen zur Folge 108 von Fahrradio, dem musikalischen Streitgespräch zwischen mir, Hans, und mir, Thomas. Jawohl. Wenn du Streit haben willst, dann kannst du haben. Habe ich schon gemerkt. Oje, wir haben willst du einen Witz hören? Okay. Ich mache mir derweil was zu trinken auf. Was trinkst du? Wasser mit Sprudel. Da habe ich auch gleich noch was zu erzählen. Ich habe ja ein heimatliches Bier, Eichhornbräu. Aha. Also Brauerei Eichhorn aus Dörfleins. Schwarzer Adler, ein dunkles Vollbier, sehr lecker, sehr, 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 sehr ist weg, ne? Gab es vor ein paar Jahren, sehr lecker. Einmal sehr. Erinnerst du dich? Ja. Ja. Okay. Müssen wir streichen. Hans, warum haben Fische Schuppen? Ich weiß es nicht. Damit sie ihre Fahrräder unterstellen können. Das ist ein Fahrradfahrerwitz. Pff, das ist ein guter Witz. Ah, okay. Guter Witz. Das ist ja das mit den Fahrradfahrern, das sind ja auch Menschen. Und da gibt es super, super gute und Arschlöcher. Mhm. Alles schon gesehen. Bitte? Alles schon gesehen. Und auch Frauen. Wie sieht Dodo aus oder wie heißt sie? Die Fahrradmaus. Dota. Ich weiß Dota. Gar nicht, also, ob das nach die Künstler Dota Care. Ich weiß nicht, das ist mir einfach aus so Berlin. Geworfen. Ich habe nicht geguckt, ne? Ja, woher denn sonst? Wer singt so eine Scheiße? Entschuldigung. Du bist da schon sehr vorein. Also du bist sehr. Ich mag zwei Lieder von Judith Holofernes, so ist es nicht. Du bist sehr schnell mit deinem Urteil. Ja, das ist, weil ich halt nach drei Takten das schon einfach weiß. Da gibt es auch auf dem Album gibt es auch ein Lied, das heißt Hyazinthen. Ach, schön. Schön. Ich habe mir das aber noch nicht angehört. Also, liebe Hörer, ja, sucht einfach bei Spotify nach der Playlist, die Fahrradio spielt Musik heißt. Und falls Musiker unter euch sind, macht einfach ein Lied, in dem irgendwie Fahrrad vorkommt und zack, seid ihr drauf. So einfach geht das. Und so hat es auch Dota Care geschafft. Ne?
Das, beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, schon das Fahrradlied von irgendeiner österreichischen. Oh ja, auch schwierig. Ja, ne? Und dann. Oh, hier, En vélo jusqu'au Sahara. Das, ah, da muss ich mal lauter machen, ne? En rade à la dorade, je passe le temps qui me passe sous le nez, j'écoute le swing, je picole un peu en attendant que ça aille mieux. Et mes envies sont aussi lisses que l'archet qui sur le violon glisse, me délivrant de mes tensions, affranchissant de tous mes vices. Et je m'en fous, je me sens bien la musique. Oh, je m'en fous. Also, da machen wir jetzt nicht weiter. Da sind sehr, sehr viele Sachen drauf. Ein Lied heißt Jan Ulrich übrigens. Oh Gott, auf welcher Platte? Das ist explicit. Ich bin unschuldig. Ich fahr Tour de France, ich bin Jan. Ich hab doch die Tour de France gewonnen. Du weißt ganz genau, wer ich bin. Yeah. Mein Trikot ist gelb. Was? Mein Trikot ist gelb. Ich fähr die. Fuck Audio-Tunes! Oder Auto-Tunes, oder wie heißt's? Mann, hier, Casper. Und ich trinke Limo mit Hustensaft. Casper Materia. Alter, Crab, Afalterbach. Afalterbach geht ab. Afalterbach. Pass auf. Naja, du kennst es ja, ne? Afalterbach. Das ist, ich glaube, das ist ganz, ganz top von Shindy, ne? Ja, ja. Aber das müssen wir jetzt nicht hören. Okay. Wir machen einfach weiter, weil. Unsere Hörer wissen, was Afalterbach ist, oder? Ich gehe davon aus. Wobei, wenn man sich ernsthaft nicht mit dem Motoring beschäftigt, dann geht einem das vielleicht einfach auch am Arsch vorbei, was Afalterbach und wo Afalterbach ist. Also, ich kenne Leute, die wissen es nicht. Obwohl es zugegebenermaßen, ich lebe ja hier in Stuttgart, gleich um die Ecke ist. Das ist der Ort. Steht AMG, also steht das A eigentlich für Afalterbach? Ja. Es war mir jetzt auch nicht klar. Wie heißt das? Afalterbach was? Warte mal. Millionen Geldscheffel. Nee. Die gehören ja auch, nee. Die gehören auch zum Daimler, ne? Seit einer Weile. Mittlerweile, ja, ich glaube seit so 15 Jahren oder sowas. Also der HWA gibt es ja auch noch. Das ist, also der Hans-Werner Aufrecht hat AMG gegründet. Aha. Und das heißt irgendwie. Ach, wie heißt denn? Afalterbacher Motoren-Dings, die haben ja eigentlich nur Motoren früher aufgebrezelt. Und ja, egal. Also, AMG letztendlich. Okay. Haben wir noch irgendwas? Nee, das heißt gar nicht Afalterbach hier. Aufrecht Melker und Groß Asbach. Groß Asbach ist nämlich so ein Kuhkaff in der Nähe. Und da sind sie wohl auch, da ist er wohl geboren, der Herr Aufrecht. Also, heißt gar nicht Afalterbach. Aufrecht, Hans Werner, Aufrecht. Aufrecht Melker und Groß Asbach. Mensch. Das ist Groß Asbach, das ist bei Ludwigsburg. Ja, pass auf, was ich noch. Was ich noch zu meinem Sprudel bemerken wollte. Wo ist denn mein Bild eigentlich? Ich sehe mich gar nicht. Skype. Ich sehe nur dich. Das ist ja langweilig. Ich will mich sehen. Ah, hier bin ich. Okay, hier. Na? Köstliches Leitungswasser versetzt mit Kohlensäure aus dem SodaStream. Mhm. Und unser SodaStream
der ging nicht mehr. Da hast du einen Soda-Stream? Gott bewahre, da müsste ich ja dann schütteln danach, dass ich die Kohlensäure wieder rauskriege. Okay. Das ist so, wie wenn Amerikanerinnen Cola umrühren. Ja. Dann ist ja so, also dann wäre unser Gerät, wie es noch vor 3 Wochen oder so war, ideal gewesen für dich. Weil da konntest du nämlich rein, also da ging, weißt du, na, du stellst die Flasche rein und dann machst du und dann geht da die Kohlensäure rein, ja? Und zwar innen. Wie Festo. Ja, so ungefähr. Pneumatik. Innen in die Flasche rein und versetzt das Wasser mit guter Kohlensäure. Und da war es so, dass... Ja, auch gewaltfrei hergestellt. Ja, dass die, dass das irgendwie nicht mehr richtig funktioniert hat und stattdessen die Kohlensäure das Wasser aus der Flasche rausgeblasen hat und der ganze Behälter immer voller Wasser war, aber im Wasser keine Kohlensäure angekommen ist. Total die Verschwendung auch und Sauerei. Wir waren drauf und dran, einen neuen zu kaufen. Ich meine, dieses Ding ist ja aus... Also das ist ja dediziert Low-Tech, ne? Da ist ja quasi nichts dran. Nee. Und haben wir uns überlegt, was da kaputt gehen kann, ist uns nichts eingefallen. Und der Verschluss ging irgendwie rappelig. Und dann habe ich schon gesehen, vielleicht dann den Verschluss habe ich gedacht, na, wenn man den vielleicht mal ein bisschen sauber macht oder so, mal ein bisschen putzt, weil so ein bisschen Kalk dran war. Dann habe ich gegoogelt, beziehungsweise ich habe gedacht, wo findet man eine Reparaturanleitung für SodaStream, wenn nicht bei YouTube? Dann habe ich bei YouTube gesucht und sofort einen Typen gefunden, der auf seinem Sofa gesessen war und der mir erklärt hat, dass das Ding entkalkt werden muss. Ah, okay. Ja, und dann musste man, ich hab's vergessen, wie das dann ging, musste man, glaube ich, ein bisschen Entkalker auf die Teile draufschütten, einwirken lassen und jetzt geht's wieder. Mhm. Dank YouTube, 100 Euro gespart, ne? Wahnsinn. Ah, YouTube ist schon toll. Und wie viel gibt's Wissen nix. Es gibt in der Welt, ne? Ja. Also ich wäre nie drauf gekommen, dass das Ding verkalkt sein könnte, ne? Und dass das damit was zu tun haben könnte. Aber jedenfalls war es deshalb anscheinend nicht dicht. Okay. Ach, danke YouTube. Auch bei YouTube, wo ich schon mal dabei bin, noch ein Lob auf YouTube, habe ich ja gelernt, wie man Kontaktlinsen einsetzt. Ja. Aber das geht jetzt zu weit, oder? Ja, wir fangen jetzt doch mal mit unserer Sendung an, so richtig, ja? Okay, naja. Dann mache ich jetzt mal ein Bookmark. Das heißt, das ist nämlich sehr, sehr praktisch, weil dann können quasi kann man dann vorspulen und sagen, ja, hier euren Klönschnack, den will ich nicht hören. Ja, das ist doch praktisch. Verwendest du ich das? Ich will Tech. Nee. Wenn wir demnächst mal wieder Werbung haben, ne, dann kann man die auch überspringen, wenn man jetzt nicht, weil das ist ja so, nehmen wir mal an, wir machen Werbung für, wie heißt dieses Web-Tool? Du hast so eine Website damit gemacht. Wie heißt denn das? Squarespace. Also, Squarespace. Wenn ich sage, okay, die machen jetzt Werbung hier, na, weil ich habe das jetzt echt schon oft genug gehört, na, dann kannst du es auch überspringen zum Beispiel. So, aber jetzt mal zu den Themen der Woche. Na. Die Stiftung Warentest hat Leihräder getestet. Hast du das mitbekommen? Nee, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ging irgendwie an mir vorbei. Ja, doch, haben sie gemacht. Warte mal, ich habe mir auch irgendwo den... Eine gute Idee. Neulich habe ich das erste Lastenrad von den Bahnrädern. Aha. Wie heißen denn die wieder?
Also es ist, hier ist es ja DB Regio oder Regio Mobil oder so. Also Callerbike, die sind aber blau und heißen irgendwie Regiorad. Und da gibt es auch ein Lastenrad, aber irgendwie hat der Zugang nicht funktioniert und dann war man zu blöd. Also ich hätte mir nur mal draufsetzen wollen. Probiere ich aber mal in nächster Zeit. Was sind das für Räder? Ja, so klassisch Long John. Ah ja, okay. Also nicht schön, aber das muss ja ein Lastenrad nicht sein, ein Leihrad nicht sein. Und also ein bisschen derb gefertigt, aber ja, keine Ahnung. Mal probieren. Also die haben die haben getestet Bike mit Y, Caller Bike, Donkey Republic, Lime Bike, Mobike und Next Bike. Ich glaube, heute hat mir Next Bike eine Pressemitteilung geschickt, dass sie gewonnen haben. Die haben abgeschnitten mit gut, Note 1,9. Gibt es Next Bike in Stuttgart? Ich glaube, das ist da, keine Ahnung, also es gibt ja hier dieses Regiorad und das ist irgendwie so diese Art und ich weiß es nicht. Also es läuft unter Callerbike. Bikes sind das diese, so wie Mobike, diese Billiggurken. Bike, die sind blau, glaube ich. Die sind billig, glaube ich. Wobei Mobike, da bin ich in Frankfurt mal eins gefahren. Von dem Bike. Die sind Frankfurt. Die sind mangelhaft. 5,4 haben die bekommen. Na gut, viel besser hätte ich die auch nicht bewertet. Die haben diese Vollgummireifen und die, also die sind Schrott. Okay, gehen wir mal dann der Reihe nach, ja? Ja. Platz 1 ist Next Bike. Und was die auch getestet haben, ist, ob die sicher sind, also ob die Bremsen gehen zum Beispiel. Und da haben sie halt immer drei, also von jedem Anbieter haben sie drei Räder zufällig ausgewählt. Und ich weiß jetzt nicht, in welcher Stadt, ich glaube Berlin. Genau, Leim gibt es ja nicht so viel. Also waren sie in Berlin, haben die ausgewählt und da waren sie ganz erstaunt, dass bei vielen die Bremsen nicht ordentlich gingen. Bei Nextbike gingen sie, die haben die Gesamtnote 1,9 bekommen. Die technische Radprüfung ist befriedigend. Also die waren okay. Die App sendet ein bisschen zu viel Daten, also die Android-App. Bei iOS ist es nicht so schlimm. Und es fährt gut. Und genauso die Caller-Bike-Räder. In Köln heißen die, also in Berlin ist es ja Lidl-Bike. Ja. Und in Köln ist es Ford Pass, heißt es da. Aber sind ja die gleichen, diese modernen sind das schon, ne? Die mit diesem eckigen Rahmen ohne Federung. Das heißt, ich weiß gar nicht, vielleicht haben sie eine Federgabel, aber hinten ist jedenfalls nichts mehr. Also die sind okay. Und ich stimme auch mit ihnen überein eigentlich, dass das die zwei besten sind. Also ich fahre ja persönlich am liebsten Next Bike, weil die noch ein bisschen leichter und gemütlicher sind als die Caller Bike. Und dann Donkey Republic, da wundere ich mich ein bisschen. Die haben nämlich mangelhaft bekommen, weil anscheinend, zumindest also in Berlin, wo sie getestet haben, die Technik nicht ordentlich war. Die haben nicht ordentlich gebremst. Ist mir, solange die in Köln waren, nie passiert. Die sind weg, hast du gesagt, oder? Ja, die sind schon länger weg, ja. Da bin ich traurig. Aber ich kann ja erzählen, dass ich Ersatz habe. Okay. Also Donkey Republic, das, ja, ich fand die okay, weil das ganz, ganz einfache Stadträder waren mit einer 5- oder 7-Gang-Schaltung. Ich finde ja auch, dass man eine Schaltung braucht, eine ordentliche, auch auf der flachen Strecke. Also
Minimum 3 Gänge mehr ist besser, finde ich. Ja, ja. Ja, bin ich bei dir. Also habe ich auch schon im Bekanntenkreis gehört. Die waren irgendwie Wahnsinn. Genau, die waren in Berlin. Ich glaube in Berlin oder Hamburg. Irgendwo schickes Hotel. Und die hatten Schindelhauer. Ah, ja. Als Hotelrat. Aber halt nur eingängig. Und die sahen verdammt schick aus, haben sie gesagt. Aber, tja, der eine Gang. Und dann geht's doch irgendwie Richtung Wannsee doch ein bisschen hoch. Und da waren sie ein bisschen enerviert. So schick die waren. Trotzdem, ja, also ich finde, ein bisschen schalten ist nicht schlecht. Ja, ich meine, du musst ja nicht nutzen, die Schaltung. Ne? Also ich kenne Leute, die schalten nie, obwohl sie 7 Gänge haben. Gang 4 für immer. Aber oder halt die E-Biker, die nur zwischen Turbo und Eco hin und her schalten. Ja, okay. Aber nee, also ich muss jetzt doch die Radfahrerin, die den Gang 4 immer verwendet, doch in Schutz nehmen. Ich habe sie auch schon im ersten Gang den Berg hochfahren sehen. Also ich weiß, dass das geht und so. Mhm. Dann zu Recht mangelhaft hat es Mobike abgeschnitten. Die gibt es ja auch in Köln. Ich finde die ja sehr schön. Mir gefallen die gut. Leider sind sie viel zu klein. Das sind die silbernen mit den orangenen Rädern. Ja, das ist diese Playmobil. Ja, ja, mit so einem Körbchen vorne drin. Die sind echt schön. Und ja, aber die sind unterirdisch. Der Sattel lässt sich mit so einem, die haben eine Dropper-Post, ne, mit Griff. Mhm. Mhm. Aber, und die sind, ich glaube, die sind sehr populär in Köln. Und ich kann es nicht verstehen, weil da ist man schneller zu Fuß und weniger anstrengend. Weil die haben ja auch Vollgummireifen. Es ist einfach ein Fitness-Device. Und da kann mir jemand sagen, was er will, von wegen leicht laufen, die sind fast wie normale, das stimmt nicht. Im Gegenteil, du fährst wie als wärst du immer gegen so einen imaginären Widerstand fährst du da, ne? Also das ist so zäh, wie wenn du in einem Gel fährst irgendwie, ne? Und dann geben die ja nicht nach und deswegen kippen die dann immer so über, die haben so eine Rille im Reifen in der Mitte, damit der See schön leicht läuft und oder eher so ein Grat, also so ein Kamm. Und darüber kippst du immer. Die sind auch sehr schmal, die Reifen. Ja, ja. Und da lobe ich mir tatsächlich die Callerbike von der Bahn mit schönen dicken Reifen. Und die, ich glaube, die Nextbikes sind auch einigermaßen dick und die anderen auch. Aber die Mobike, ja, die gehen halt nicht kaputt, ne? Aber winzig klein und ja, also boah, und ohne Schaltung. Unmöglich. Und dann bei den Kosten haben sie geschrieben, dass es bei manchen, ich glaube, also manche, die haben ja dann so Abos, also oder Nextbike zum Beispiel in Köln ist es so, wenn du von der Stadtbahn KVB, wenn du da ein Ticket hast, dann kannst du 30 Minuten umsonst fahren. Also die ersten 30 Minuten. Und den meisten Leuten reicht das wohl. Und solche... Nichts umsonst zu fahren? Ja, also die haben ihre Monatskarte und da ist quasi das Rad, Nextbike ist in Köln von der KVB, also von den Kölner Verkehrsbetrieben. Und die werden viel genutzt und viel von Bahnfahrern dann auch, also die dieses Ticket haben, die können das quasi nutzen, dann gucken sie auf die Uhr, eine halbe Stunde, das reicht. Bei viele Orte hast du ja auch in einer halben Stunde erreicht und die kannst sind total free-floating, die kannst du überall abstellen. Also nicht so wie mit diesen virtuellen Parkplätzen, die Callerbike hat zum Beispiel. Mhm.
Also das ist ganz nett. Jedenfalls, also bestätigt so meine Meinung eigentlich der Test, bis auf Donkey Republic. Aber für Donkey Republic habe ich ja jetzt einen Ersatz gefunden, ne? Nämlich Swap Feeds. Habe ich dir das schon erzählt? Ja, hast du erzählt. Da war was. Geh mal da näher rein. Ach, beim letzten Mal, ich habe dir das gezeigt, glaube ich, auf der Website, oder? Ja. Wir haben jetzt eins. Das heißt, meine Tochter, also den Namen ich hier nicht sage. Oh, jetzt habe ich Haribo im Kopf, im Mund. Also, Haribo heißt sie nicht. Nee, ich nenne sie jetzt mal Haribo. Also, Name von der Redaktion geändert. Die hat ein Fahrrad gebraucht, also ihre alte Möhre war durch und das Van Moof, das ich vor einer Weile mal zum Testen habe und das sie am liebsten hätte, ist einfach zu teuer und das gibt es noch nicht zu leihen. Und dann habe ich gesagt, hier, probieren wir das aus. Und dann haben wir, also es gibt es jetzt eben in Köln, Laden haben sie noch keinen, aber du kannst es mieten und das funktioniert ganz einfach. Du meldest dich an und dann kriegst du einen Anruf und dann machen sie einen Termin mit dir aus. Und dann kommt einer vorbei, bringt dir das Rad. Bei uns war es der, ich nenne ihn mal Dennis. Der kam vorbei mit einem blauen Hemdchen an. Er hatte ein Fahrrad dabei, das ist auch blau, so taubenblau. Mit einem blauen Vorderreifen. Und dann hat das uns kurz gezeigt. Und dann musste ich nur noch, ich bin mir nicht sicher, ob ich Zahlungsart schon vorher beim Anmelden, nee, die habe ich bei ihm dann angegeben, glaube ich, wie ich zahlen möchte. Und dann hat er es dagelassen. Und einen Schlüssel dazu, also fürs Schloss. Und ja, das ist dann deins. Also es kostet 19,50, glaube ich, im Monat. Ich habe es jetzt gar nicht so im Kopf. Weißt du's? Nee. Also ich glaube, das ist jetzt irgendwie auch Einführungspreis. Sagen wir mal 17,50 oder 19,50. Kostet es im Monat. Und na, ich gucke jetzt nicht nach. Und das ist so ein Mixdraht. Also, ach so, bei der Anmeldung gibst du an, wie groß du bist. Und dann suchen sie dir ein passendes Rad aus. Also, sie haben nur zwei Größen, aber das passt halt dann, ne? Also, Größe angeben und dann kommen sie mit dem richtigen Rad. Und das hat eine 7-Gang-Schaltung, Rücktrittbremse, aber ist okay. Also, kann man mit leben. Und vorne so ein Gepäckträger dran, da muss man sich noch einen Korb drauf machen, aber ist okay. Und ganz Holland-Art, ne? Das vordere Licht wird vom Nabendynamo gespeist und das hintere hat eine Batterie. Ah ja, okay, da kann kein Käbelchen abklemmen. Genau. Ja, und das Ding, wunderbar, das kannst du, da ist so ein Schloss, so ein normales Felgenschloss dran, so ein Bügelschloss, ne, so ein holländisches. So ein Rahmenslot. Ja, wenn du es, damit musst du es abschließen. Besser noch mit der Kette, die auch noch dabei ist, irgendwo festmachen. Wenn es dann geklaut wird. Kannst du die... Ist es so ein Axa oder sowas, wo du es dann genau die Kette reinsteckst? Ja, ja. Die Fender oder wie auch immer das heißt. Ja, richtig, ja. Wenn du es damit Aber warte mal ganz kurz. Aber durch das, dass du es ja dauerhaft mietest, also quasi überlassen ist an dich, brauchst du keinen Funk und sonst irgendwas in dem Ding. Genau, gar nichts. Also das ist ja wirklich einfachste Technik. Also ja. Da geht keine, du brauchst keine App, um es zu bedienen. Und um das Schloss aufzumachen und sonst wie, sondern du hast einen Schlüssel, der ist dir überlassen, du bist Besitzer dieses Dings. Genau, ganz einfach, ja. Und darum ist auch,
relativ günstig. Mhm. Ja. Also ich habe es gesehen, das ist ja eine überschaubar von der Technik, aber für viele Anwendungen reicht es ja. Auf jeden Fall, und es fährt gut. Und Swapfeeds.de, genau. Und die haben die Geld, um uns zu sponsern, wenn wir jetzt so viel über die, wenn wir die so loben. Ja, ich kann ja mal nachfragen. Frag doch mal. Also, ja, also das ist durchaus, also ich finde das Konzept gut. Das ist nämlich so, es gibt eine App. Die App kannst du verwenden, um zum Beispiel Hilfe zu holen, wenn du einen Platten hast oder wenn es kaputt ist oder wenn es geklaut ist. Dann meldest dich, also die sorgen immer, innerhalb von 24 Stunden hast du immer wieder ein funktionierendes Rad. Das muss nicht deins sein, das kann auch ein anderes sein, aber... Ach so, wenn das von Jürgen oder von Maria oder einfach irgendeins aus ihrem Depot. Also du hast schon, also man tauscht es aber nicht mit jemand anders. Nee. Aber wenn es jetzt kaputt ist zum Beispiel, ne? Ja, ja. Dann kriegst du halt ein anderes. Und die gibt es in Aachen, Berlin, Braunschweig, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Kiel, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Münster, Oldenburg. Ja, die gibt es in ganz vielen Städten. Und dann natürlich Niederlande, Belgien, Dänemark, auch in Hengelo. Also, du musst quasi dich um das Rad nicht kümmern, du musst es nicht reparieren, musst gar nichts. Das ist alles mit drin. Also wenn was repariert werden muss, wenn was nicht geht, dann machen die das. Das hat sich jetzt bei uns noch nicht so ergeben. Aber ich glaube, ich hole mir auch eins. Und die haben ein blaues Vorderrad. Genau, daran erkennt man die. Ja, an sich ist das nicht dumm. Also wenn du jetzt, du hast ja dein Fahrrad, das du zum Sport brauchst. Oder möchtest. Da liegt mehr Individualität und Liebe, sonst irgendwas, Geld drin, aber für ein Rad zum Rumfahren. Ja. So wie du ein Carsharing-Auto hast, das ist ja vollkommen egal. Ne? Hauptsache es fährt gut. Und du musst dich nicht drum kümmern, wenn die Kette platt ist. Ich tatsächlich bin ich schon öfter gefragt worden, sag mal, du als Fahrradfan, warum fährst du Leihrad? Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich gern Fahrrad fahre und dann muss ich mich nicht drum kümmern. Ne? Also nehme ich ein Leihrad. Und naja. so ist es ja mit dem, ich zum Beispiel, ich bin ja lange jetzt die längste, ich fahre meistens mit meinem Dreirad, aber ich habe festgestellt, dass ein Zweirad schon irgendwie schneller ist und man manchmal besser wodurch wischen kann und so. Mm, ne? Und ich hatte mal ein Zweirad, aber es war unbequem und dann habe ich es verkauft und wollte mir noch keins kaufen. Es ist ja auch so ein ordentliches Zweirad kostet ja auch Geld und dann musste ich drum kümmern. Dann ja, und du bist ja kein Laie, ne? Du willst ja dann auch was rechts. Ja, und irgendwie, dann, wenn du schon Geld investierst und dann wird nochmal geguckt und Mann und jetzt kostet es, okay, 600, 1000, 50, ja. E-Bike, 2000, 3000. Oh, aber das, 5 wäre nicht schlecht. Und, na gut, dann lease ich es halt, das Ding. Ne? Ja, und dann, dann komme ich aber überhaupt nicht zu einem Rad. Und eigentlich, und da ist es so, allein hier der Paradox of Choice, der fällt da schon mal weg. Ne? Ja. Es gibt eins. Und das kann ich haben. Und das kann ich haben, einfach so. Und muss wenig dafür zahlen. Ich war ja sehr zufrieden mit dem Donkey Republic. Mhm. Nur das musste ich ja immer wieder, da hatte ich auch so ein Monatsabo, hat auch 17,50 gekostet, glaube ich. Nur das musste ich immer wieder zurückgeben. Ja. Und bei dem ist es so, das ist dann meins. Wunderbar. Nach dem gleichen Prinzip verleiht ja auch, also nach einem ähnlichen, kannst du ja auch Van Moof-Räder leihen, ne? Also leasen quasi. Mm-hmm. Leider noch nicht die E-Bikes, weil
Sonst würde ich das vielleicht machen, obwohl ich eigentlich gar kein E-Bike brauche. Nur mir gefällt es halt so gut. Und heute habe ich erst wieder ein normales Funmove gesehen und die sind einfach nicht schön. Also, nee. Also mir gefallen sie nicht. Ja. Und außerdem haben die einen großen Schnitzer gemacht bei der Ausstattung, nämlich das normale Funmove, wie heißt es? Keine Ahnung. S1 oder so. Wenn du das mit Nachgangschaltung bekommst, dann kriegst du so Triggerhebel von Shimano ran. Ah, die sind ja lästig. Ja, und ich möchte an einem Stadtrad, finde ich, muss ein Drehgriff ran. Ja, oder? Bin ich bei dir, ja. Also. Okay, also jedenfalls, aber ich vermute, dass sie vielleicht irgendwann das Unelektrifizierte auch mal ein bisschen schöner machen. Das ansonsten, oder abschaffen. Oder abschaffen, ja. Also das Elektrische verkauft sich wohl wie geschnitten Brot an. Ich habe gelesen, dass sie schon 11.000 Stück verkauft haben. Das ist viel, oder? Für eine kleine Amsterdamer Firma. Ja. Ist okay. Also damit, das ist keine große Firma. 11.000 ist nicht viel. Aber ist gut für die, ja. Also ich weiß nicht, was die für eine Marge haben. Ne? Also die ersten haben sie ja für 2.000, also die kannst du ja immer noch für 2.700 Euro kaufen, glaube ich. Jetzt weiß ich nicht, wie die Marge ist, aber meinst du, da bleiben 10% übrig für die? Ja. Ja? Ja. Naja, dann hätten sie ja schon mal, das sind dann 26 Millionen, oder? Wenn sie 11.000 verkaufen für 2.600 Euro das Stück, dann sind 26 Millionen, dann hätten sie 2,6 Millionen verdient bei 10%. Ja, die haben sie übrig. Dann ja. Sind sie aber ja. Aber, ja. Na, ich habe jetzt schon ja. Sowas wie Läden nee. Oder sowas irgendwie mit reingerechnet. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist das schon ganz okay, oder? Weil die verkaufen ja nur in ihren eigenen Läden und übers Web. Mhm. Und dann habe ich noch bei der Gelegenheit noch eine andere, auch so einen Dauerleihanbieter gefunden, der heißt Get Henry. Aha. Und da kannst du zum Beispiel E-Scooter testen, mieten oder kaufen. Und da kannst du zum Beispiel den Xiaomi M365, kennst du ja, ne? Also diesen extrem griffigen Namen, der ist mir da immer nicht so bewusst. Aber. Also das ist einer, den haben, ich glaube, die Bird verwenden den. Ich bin mir nicht sicher, entweder Xiaomi oder Ninebot, also Segway sind ja so die Standards. Oder sie machen mittlerweile eigene, aber der kostet zum Beispiel im Monat 44 Euro. Dann gehört er, dann kannst du den nutzen. Und da ist dann quasi Wartung auch dabei. Mhm. Also das ist einfach eine Miete, ne? Und da kannst du den mieten, gibt's alle möglichen Geräte. Da gibt's diesen Scruiser, erinnerst du dich noch an den? Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, diesen dicken da, ne? Ja. Und dann gibt's so ein Elektro-Skateboard und E-Bikes, dieses Velo-E-Bike. Also muss alles klein sein bei denen anscheinend. Aber finde ich okay, also quasi so Mobilität zum Mieten. Kaufen kann man auch. Aber, das ist, Läden haben die, glaube ich, keine. Du musst es, du kriegst es geschickt und dann kannst du es entweder irgendwann wieder zurückschicken, behalten oder kaufen. Nicht schlecht, ich schätze, da wird es demnächst noch mehr geben in der Art. Get Henry ist ja von
von APX unterstützt. Kennst du APX? Nee. Es ist ein Accelerator von Porsche Digital und Axel Springer Digital Ventures. Ah, aha. Und die unterstützen das. Und klar, Autohersteller suchen andere Geschäftsfelder und die Journalie auch, ne? Wie die Journalie? Nein, ach so. Axel Springer. Ja, ich meine, da ist ja auch nicht mehr so leicht Geld verdient. Die gedruckte Bild zum Beispiel, da geht es ja rapide bergab. Aber digital. Bitte? Dass die überhaupt jemand immer kauft, verstehe ich nicht. Aber egal. Aber das ist ja bei allen so. Aber digital sind sie, glaube ich, schon relativ gut. Also die mit ihren Angeboten, was man jetzt von ja, die Springer Angebote sind gut, aber die müssen ja irgendwie damit Geld verdienen. Und das, ja, die, ja, also die meisten Sachen sind ja kostenlos. Ich weiß nicht, ob gut bei Bild Plus oder so, weiß ich nicht, wer das dann kauft und wie. Ja, aber die Welt zum Beispiel, die hat ja auch so Bezahlschranken, oder? Mhm. Jetzt ist also mir das ziemlich gleichgültig, weil ich das ja nicht lese, ne? Gut, die Bike-Bild, die gehört ja auch dazu, ne? Die Bike-Bild, klar. Die Bild am Sonntag, hör mal. Mhm. Ab und zu muss man auch mal eine Bild am Sonntag lesen. Okay. Na gut. Aber du hast recht, ja. Wie kommst du da drauf? Hast du es gelesen jetzt gerade irgendwo, oder was? Hast du es jetzt gerade irgendwo gelesen? Das von dem APX? Das steht auf der Get Henry Seite unten, wer sie unterstützt und wo was herkommt. Ach, da steht. Und da steht eben APX und Wahlberg kennt man ja, die heißen jetzt Wahlberg anscheinend, oder die Dings dieser Roller, wie hießen der zuvor? Egret. Egret, genau. Heißt der noch Egret? Ja, die haben jetzt zwei Modelle, glaube ich. Da gibt es ja einen mit größeren Rädern ein bisschen. Ne? Velo ist ja schön, übrigens. Ne? Aber egal. Also da sind wir ja wieder bei dieser Sache mit den Rollern und der ganzen Micromobility, E-Mobility gehört was dazu. Ach so, zu den Fahrrädern wollte ich noch sagen. Hast du es mitgekriegt, dass Lyft ja, glaube ich, alle Fahrräder zurückgezogen hat in New York oder wo das war? Ja, ja. Weil es Leute geschmissen hat, damit irgendwas war mit den Bremsen oder so. Und sie sagen Shimano sagt nichts und naja, weiß ich nicht. Ja, ja, Shimano behauptet, die waren irgendwie nicht richtig richtig eingestellt, die Bremsen möglicherweise, oder nicht richtig montiert. Irgendwas, weil Lyft das ja natürlich nicht selbst gebaut hat, die Dinger. Die haben sie ja entwickeln lassen irgendwo und da ist irgendwie ein Fehler, keine Ahnung. Ja, aber es ist natürlich schon blöd, also auch mit den Rollern, wenn es die Leute alle schmeißt. Das ist ja witzig, wenn man das auf YouTube sieht, aber irgendwie so ein Familienvater, der dann patsch irgendwie sich hinsegelt, weil er einfach Aber sagen wir mal so, das ist ganz klar und das kommt vor und ich würde es, also da müssen die Leute noch ein bisschen lernen und ich habe dir ja schon mal erzählt, also oder wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass die sehr, sehr kurze Zyklen haben, weil sie auch sehr schnell kaputt gehen. Also so ein Bird hält kürzlich habe ich gelesen, 26 Tage ungefähr, dann sind die hin. Und ich habe ein Interview mit dem Chef von Lime gehört und der hat gesagt, ihre halten länger. Und die müssen auch länger halten. Also sie versuchen, schon ein halbes Jahr bis ein Jahr rauszukriegen. Und sie tun viel dafür. Sie lassen die jetzt selbst bauen. Sie
entwickeln neue und die kriegen dickere, also breitere, größere Räder, damit sie nicht an jedem kleinen Steinchen hängen bleiben oder sich in Ritzen von Straßen verfangen. Mhm. Und werden robuster gebaut, weil die anderen, so die Person, die meisten, die anfangs verwendet wurden, die sind ja nie dafür vorgesehen gewesen, dass sie den ganzen Tag draußen stehen, rumgeworfen werden und von Leuten gefahren werden, die über 100 Kilo wiegen. Und das müssen sie halt abkönnen, ne? Und dann habe ich jetzt hier in meiner Liste gar nicht drin, aber erinnerst du dich an das Kopenhagen Wheel? Oh ja. Beziehungsweise ein schönes Ding. Aber. Boah, ich finde es scheiße. Bist du noch nicht gefahren? Ist egal, sieht kacke aus. Ja, aber fuhr gut. Und die Kopenhagen-Wheel-Entwickler, die haben jetzt einen Roller auch entwickelt mit größeren Rädern. Federung hat er, glaube ich, auch. Und der ist super robust und meldet. Ich glaube, die von Leim machen es auch, der meldet seinen Zustand immer, ob er gerade dort liegt. Also erstens, wo er ist, in welchem Zustand er ist, ob er umgeschmissen worden ist, wie der Batteriezustand ist. Also sämtliche Sachen, also die sind als Flottenfahrzeuge konzipiert. Und dann kann eine Firma wie Leim oder Uber oder sonst irgendwas hergehen und die kaufen quasi. Ja, ja. So ist das gedacht. Und dann gibt es ja noch andere Konzepte, das die sicherer zu machen. Ne? Zum Beispiel, den hast du auch gesehen, den E-Scooter mit drei Rädern. Hm, der, wie heißt der? Go-X. Ob es den in Deutschland geben wird, weiß ich nicht. Jedenfalls, der sieht aus wie so ein Kickboard. Ne? Die alten quasi drei Räder mit so einer die der hat die gleiche K2 Linke. Gemacht hat damals, also die unter K2 als erstes verkauft wurden. Ne? Genau. Also der hat vorne zwei Räder, hinten eins. Mhm. Und ja. die sorgen schon mal für Stabilität beim Fahren. Ne? Also du weißt es ja, dein Sohn hat ja auch einen. Ne? Und du bist ja, hast du eins? So ein Kickboard eigentlich? Nicht oder mehr, weil übergegangen in anderen Besitz. Ah, ja. Weil meines besser ist. Ich habe ja, was ich super finde, das Kick-2. Ah, das mit den größeren Rädern, oder? Ein bisschen größer, nicht wirklich größer, aber eine andere Technologie. Ach, mit der Achse, mit der Skateboard-Achse vorne. Und so eine Feder vorne drauf. Ah, ja. Sieht A besser aus und B fährt es gut, aber ja, gibt es nicht mehr. Also jedenfalls gibt's da Entwicklungen. Ne? Und wir haben ja, da müssen wir jetzt mal in unsere Liste ein bisschen springen, weil auch diese Woche hat, wo wir beim Springer Verlag waren, die Bike-Bild ein Fahrrad mit Spurhalteassistenten vorgestellt. Warte mal. Wolltest du da gerade was vorstellen? Ja, ich habe es gerade hier bei YouTube mal aufgerufen. Good grip. But if you want aber to write da kommt ja leider erstmal Werbung, ne? Na gut, das war jetzt was anderes. Also es muss man jetzt. Veilig te maken hebben de TU Delft samen met de fietsfabrikant Gazelle een prototype fiets ontwikkeld met slimme stuurondersteuning. Deze e-bike moet in de toekomst helpen het aantal valpartijen op de fiets te voorkomen, vooral bij senioren. Also ich übersetze das mal kurz. Die TU Delft hat zusammen mit dem Fahrradhersteller Gazelle ein System entwickelt, das dabei hilft, das Fahrrad vor Stürzen zu bewahren, vor allem für ältere Leute. Mhm.
Und also ist noch ein Prototyp, dauert auch noch ein bisschen, aber das erkennt halt Gefahrensituationen, also wie das Rad liegt in der Welt auf dem Radweg und so und steuert dann aktiv dagegen. Und das ist ja durchaus was, was, ich meine, das ist beim Auto ja selbstverständlich, ne? ESP ist drin. Ist das vorgeschrieben eigentlich? Kann sein, dass es mittlerweile Vorschrift ist. Ich bin mir nicht sicher. ABS, glaube ich, ja. Weiß gar nicht genau. Ja, auf jeden Fall ist es sowas, quasi wie ESP, nur fürs Fahrrad. Und das ist jetzt für ältere Leute, die Schwierigkeiten haben, also mit dem Gleichgewicht vielleicht auch oder mit der Kraft. Aber das muss nicht heißen, dass man das auf die beschränken muss. Ne? Das kann ja jedem helfen. Ne? Ja. Und das wäre zum Beispiel auch was man in Roller einbauen muss. Und im Übrigen sind ja Roller jetzt nicht unbedingt das einzige Fahrzeug, mit dem man fahren muss. E-Bikes zum Beispiel sind ja auch eine Sache. Es geht ja nur darum bei den ganzen Sachen, dass es halt niederschwellig ist, dass du da drauf steigen kannst und dahin fahren kannst, wo du hin willst, ne? So einfach wie möglich. Ja, und halt eben geringen Einstiegsbetrag zahlst. Richtig, ja. Und dich nicht großartig bindest. Genau. Und einfach dazukommst, also dass die einfach da sind, ne? Du sie nutzen kannst, du dich nicht drum kümmern musst. Naja, ach so, der Chef von Lime hat auch gesagt, wenn er irgendwo in der Stadt unterwegs ist, weil der einer hat ihn interviewt und gefragt, wie ist denn das, aber wie er so mit anderen Rolleranbietern umgeht und so, ob er die dann wegkickt oder so. Ne? Dann hat er gemeint, nee, im Gegenteil, wenn irgendeiner auf dem Gehweg rumliegt oder so, er hebt alle auf. Egal, ob es die eigenen sind oder andere, weil da sitzen sie alle im gleichen Boot. Die müssen nett sein. Ne? Und deswegen kümmert er sich darum, dass die alle gut aufgeräumt sind. Ja klar, da hat er nichts davon. Das ist ja das, was ja wo ja SRAM damals auch eine Kampagne hatte, die unabhängig von ihrem eigenen Produkt war. Also ein bisschen nicht rein SRAM, 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 sondern Fahrradfahren, Fahrradfahren. Ja. Und das ist ja eigentlich ganz okay, finde ich. Ja, also da haben ja alle was davon, ne? Wobei ich irgendwie im Moment nicht ganz weiß. Also, die sind ja quasi, SRAM hat sich ja eigentlich auf den sportlichen Teil zurückgezogen, ja. Ne? Was ich schade finde. Aber andererseits, mein Gott, dann machen es halt andere. Wer weiß, was sie noch machen. Ich überlege gerade, ob es von SRAM irgendwas gibt. Also das Urban und das Ganze, die Nabenschaltung, die SRAM vom Erfinder der Nabenschaltung oder von einem Erfinder der Nabenschaltung ja übernommen hat, gibt es nicht mehr. Es gibt keine mehr mittlerweile, ne? Also keine, nicht die allerkleinste mehr, nicht mal für Kinderräder. Das haben sie aufgehört. E-Bike-Versuche waren ein Desaster. Aber muss nicht heißen, dass das nicht wiederkommt. Keine Ahnung. Jetzt machen sie einen prima Job mit ihrer Eagle und allem und so und verdienen scheinbar auch Geld. Aber anders als Shimano zum Beispiel haben sie diese E-Bike- und Urban
komplett aus ihrem Programm genommen. Das können die nicht mehr. Oder machen sie nicht mehr. Ist denen ihre Entscheidung? Vielleicht gründen sie mal wieder eine neue Marke. Ich hätte da so eine Idee. Ne? Fichtel und Sachs. Oder so. Wobei, Sachs gibt es ja wieder. Ja, ich hab dich gerade ganz schlecht verstanden übrigens. Mhm. Dann wiederhole ich das. Sachs gibt es ja wieder, falls... Irgendwas piept auch gerade. Hörst du das auch? Nö. Komisch, immer so nach einer Stunde. So lange nehmen wir nämlich schon auf. Mhm. Okay, wir wollen ja... Ja. Wir sind jetzt irgendwie schon in die Mikromobility-Anbieter reingeraten. Ne? Sind aber zu den Techies übergewandelt, Spurassistent. Ja, weil ich überlege, ob wir vielleicht gleich... Ich würde das noch dazu machen. Es ist nämlich so, dass Uber, die ja Jump, die übernommen haben, irgendwann, also Jump kennen vielleicht, weiß ich nicht, unsere Hörer. Vielleicht gibt es in Deutschland Jump? Glaub nicht, oder? Glaube nicht, ne? Also die Marke Jump, die war, gibt es in den USA, die haben Leihräder gemacht und machen jetzt, glaube ich, nur noch E-Bike, also Leihräder, ja, elektrische, ja, Leihräder. Ich glaube, die hatten auch Probleme mit den Bremsen kürzlich. Die haben sie übernommen und jetzt haben sie, jetzt will ja Uber an die Börse gehen, und wenn man an die Börse geht, dann muss man ja so ein Verkaufsprospekt anbieten, in dem sämtliche wirtschaftlichen Daten, Erwartungen und Risiken drinstehen. Das nennt sich S1-Filing. Mhm. Und das kann man runterladen und sich angucken, was Uber, also weil, wenn du da investieren willst, dann musst du ja wissen, was auf dich zukommt, ne? Also was das für eine Firma ist. Also Gewinn werden sie wohl auf absehbare Zeit nicht machen. Aber die haben Zahlen drin, die ziemlich interessant sind. Und auch für Uber bedeutet, dass sie die Entwicklung so vorhersieht oder vorwegnimmt. Also weil die haben ja diese quasi Taxi, die Uber-Dienste, ja, ne? Und also in den USA und in anderen Ländern, in denen sie vertreten sind, sind ja unglaublich populär. Und die haben unglaublich viel Fahrten. Und 46% aller Fahrten sind unter 3 Meilen. Und jetzt könnte man ja denken, also vor, wenn man das nicht... Und das sind die Fahrten, die wollen die Uber-Fahrer gar nicht machen. Ja klar, da ist ja nichts verdient. Weil da müssen die erstmal 5 Meilen hinfahren. Irgendjemand ruft die, ne? Dann müssen sie da hinfahren, dann holen sie den ab, fahren den 3 Meilen... Also, wie viel sind das? 4,5 Kilometer oder so? Also, echt wenig. Lass es 5 sein, ja. Oder sagen wir mal, 5 Kilometer fahren die den. Was kriegen die dafür? Keine Ahnung. $1 oder 2? Ja, weiß ich nicht, $5 oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls ganz wenig. Das lohnt sich für die überhaupt nicht. Und deswegen... Und das ist der Bereich, in den dann Uber mit den Personal Transport, nennen sich das. Mhm. Das sind dann, da machen sie Ride-Sharing und sie machen, die nennen es New Mobility. Und unter New Mobility sind zum Beispiel dann E-Bike und Fahrrad- und E-Scooter-Verleih. Und da machen sie jetzt ja noch nicht viel, weil die haben sie ja erst übernommen, die von Jump. Aber da wollen sie wachsen. Und da ist zum Beispiel auch Deutschland, Spanien und noch ein paar europäische Länder wollen sie da besonders in den Fokus nehmen. Mhm. Also das ist auf jeden Fall
ziemlich interessant, dass die ganzen Zahlen, die da drin stehen, ne, die sagen ziemlich viel darüber aus, wie viel überhaupt Auto gefahren wird, ne, oder wie viel mit einem Auto gefahren werden muss. Und Das sind Strecken, die muss man nicht fahren. Nee, jetzt hat ja Moja gestartet. Da ist ja auch so die Sache, ob man diese Strecken fahren muss, die man mit so einem, also überhaupt so kurze Strecken. Aber naja. Ja, das ist, muss man mal sehen. Das lohnt sich ja dann erst richtig. Also Moja, das ist dieser Fahrdienst von VW mit niegelnagelneuen elektrischen Bussen, die aber nicht barrierefrei sind, leider. Haben sich schon die ersten beschwert. Ja, möchten wir auch irgendwann mal machen, haben die dann gesagt. Ne? Naja, die sehen sehr luxuriös aus, ne, die Dinger. Aber die wollen ja jetzt, die hätten gern so 1000 von denen in Hamburg rumkreiseln, weil die müssen ja immer unterwegs sein, damit die so in der Nähe sind. Die haben ja so virtuelle Haltestationen auch und so. Also so richtig super, weiß ich nicht. Das ist auch nicht unbedingt, ne? Also das kann ja dich schon vom Laufen abhalten, möglicherweise, ne? Dann denkst du gar nicht mehr dran, dass du ja auch irgendwohin laufen könntest, zum Beispiel, ne? Das hat man, glaube ich, in der letzten Sendung schon, oder? Das ist irgendwo in der Schweiz, ich glaube Zürich war es, die haben die Leute aufgerufen, überlegt mal, ob ihr jede Strecke, also in dem Fall auch tatsächlich mit der Tram fahren wollt, weil lauft doch auch mal, geht auch. Ja. Und weil dann sind die Trams nicht so voll. Ist nicht so, dass sie die jetzt abhalten wollten, aber manchmal ist halt einfach auch sehr lästig und unschön, wenn einfach das Ding so voll ist. Und naja, meinen Witz habe ich schon erzählt, ne? Ja. Ach so, wegen dem Schuppen. Wir haben ja auch einen neuen Hörer. Aha. Und auf den neuen Hörer bin ich aber deswegen gestoßen, weil der macht schöne Bücher. Rat und Buch. Da findet man seine Bücher. Ich glaube, das macht er sogar ganz selbst. Den weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ratundbuch.de. Der Mann ist Grafiker und Fahrradliebhaber und macht schöne Kalender und T-Shirts und Bücher eben über Fahrräder und Fahrradteile, wo er einfach Fahrräder grafisch zerlegt. Ah, warte mal. Hast bestimmt schon mal gesehen. Bist noch dran? Ja. Und so als Fahrradliebhaber, Techniker, wie auch immer, da findet man wirklich schöne Zeichnungen, die er da macht. Wir haben, glaube ich, schon mal vor längerer Zeit ein Buch von ihm verlost. Guck mal, das hier. Schau mal zu. Warte mal. Ja, jetzt. Ah, tatsächlich. Stimmt. Jürgen Isending heißt er. Ja, genau. Wie kamst du über den Verlag da dazu, oder? Über den VSF, Verbund Service. Mach mal auf, das Buch. So. Ah, schön. Willig. Das ist wirklich. Und er hat tatsächlich, weil du sagst, der hat ja auch. Hier vor mir ist so eine Explosionszeichnung von einem
Fahrrad in dem Rahmen, Speichen, so aufgeräumt sortiert dort liegt, ne? So alle ja. Speichen, so wie von diesem Schweizer, der Kunst aufräumt. Ja, oder von der Autobild oder sonst wie, also einfach Sachen zerlegt. Oder iFixit macht doch sowas auch. Ja. Genau. Und ja, das sind grafisch schön gemacht. Woher kennst du den? Wir hatten nur mal Kontakt, weil Ludwigsburg ist ja hier in der Nähe. Aha. Und ich hatte das ganz vergessen mit dem Buch. Ne? Und weil irgendwo hat mich von ihm was gelesen, von wegen, dass er eben diese Bücher macht und dass man bei ihm im Büro vorbeikommen kann oder sonst was. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, er hat jetzt erstmalig in den Podcast auch reingehört. Aha. Bin mal gespannt, vielleicht hört er öfter mal. Ne? Ja, schöne Grüße dann von hier. Tolles Buch. Oder tolle Sachen. Ja, wie du sagst, es gibt auch T-Shirts und Kalender. Ne? Und, ja, die sind toll. Und über Fahrräder und Fahrradteile, ein illustrierter Grundwortschatz. Ja, so ein Glossar, damit Menschen wissen, wie die Teile heißen, die an dem Ding, mit dem sie rumrollen, dran sind. Ja, also Mann. So, womit machen wir denn weiter, Thomas? Also, wo waren wir denn stehen geblieben? Also, wir waren bei Uber quasi. Jürgen ist durch, Uber und ihre bodennahen Aktivitäten. Bin ja mal gespannt, was aus den ganzen Elektrofliegern wird, wann die über uns reinbrechen. Da ist ja Uber schwer aktiv. Der Lukas Gardowski heißt der, glaube ich. Den kennst du vielleicht, oder zumindest kennst du Spreadshirt noch? Ja. Gibt es die noch? Die gibt es noch, ja. Und der Gründer von Spreadshirt, der ist jetzt auch bei einem Roller-Startup dabei, Flash heißt das, glaube ich. Mhm, Und der sitzt auch im Vorstand von irgendeinem Flugtaxi drin. Ich habe jetzt aber vergessen, wie die heißen. Ich glaube, es gibt ja einige, Lilium oder sonst was. Oder? Ja, kann sein, dass es die sind, ja. Münchner. Mhm. Ja, Lilium. Die haben ja auch den Frank Stevenson angeheuert. Der ehemalige Chefdesigner von Aston Martin. Mhm. Der kümmert sich jetzt um Flugdinge. Aber, Mann. Also ich bin noch, ich muss jetzt da weg hier vom Jürgen. Ich muss mir diese Bücher holen. Okay. Hast du da noch mehr übrig von dem? Ich habe noch. Wir haben eins. Ich glaube sogar, dass das, ich hatte zwei. Und eins war eine neue Ausgabe und eins war eine alte. Und ich glaube, dass ich freundlich, wie ich bin, die neue verlost habe. Davon gehe ich mal aus. Und die alte behalten. Ich kann mal nachgucken. Also ich hab nur noch eins. Das kann ich dir auch mal geben, wenn du magst. Kostet auch gar nicht so viel. 16,80, glaube ich, steht ja, hier. Ja, also preismäßig ist das Ganze überschaubar. Da kann man mal nicht meckern. Und es ist wirklich sehr schön gemacht. Also das ist jetzt nichts, was man, wo man wälzt, aber da kann man immer mal wieder drin blättern. Ne? Ja. Da sind auch Entfaltungen drin, zum Beispiel von Schaltungen. Ne? Grafisch richtig. Noch ein bisschen schöner als bei ritzelrechner.de. Wenn das überhaupt geht. Okay. Vielleicht noch eine Sache, auch ein schöner Artikel, den ich verlinken werde. Und zwar, wo wir gerade bei den großen Unicorn, geldverbrennenden Firmen sind, die Geld und Material verbrennen, um ihre neuen Fahrzeuge da anzubringen. Ich habe einen Artikel gelesen von einem
von Paul Steely White heißt der. Mhm. Und der war jahrzehntelang Fahrradaktivist in den USA und ist jetzt bei Bird. Mhm. Und also die Organisation hieß Transportation Alternatives. Und da war er, ich glaube, Vorsitzender. Und ist jetzt bei Bird zuständig für den Kontakt zu Städten und Regionen quasi. Mhm. Also ich weiß nicht, in irgendeinem Land oder Ort oder New York oder so. Also jetzt nicht weltweit, sondern dort. Und in dem Artikel, den es bei Medium gibt, kleines Problem, Medium ist ja eigentlich ganz nett. Ich fand die ganz gut, wie sie gestattet sind. Aber jetzt, wenn man ein paar Artikel gelesen hat, dann muss man zahlen. Und ich habe auch schon mal überlegt, das quasi als Blog-Plattform zu nutzen. Aber man kann das nicht mehr von außen befüllen über irgendwelche Werkzeuge. Man muss das jetzt direkt über die Seite machen und so. Gefällt mir nicht. Aber jedenfalls, das gibt's bei Medium. Den Link setze ich rein. Und der hat gesagt, alle haben ihn gefragt, was machst du da? Roller, seine Eltern haben sich gewundert, Freunde, alle, die mit ihm zusammen waren, die ihn kannten. Und er hat immer gesagt, dass er will eine kritische Masse erreichen von Nicht-Autos. Und das, meint er, kann er da eher schaffen, als wenn er Aktionen macht, wenn er sich einsetzt, also mit der Arbeit, die er vorher gemacht hat. Also und in den, also er schreibt, dass er das erste Mal im Büro von, ist natürlich auch sehr, vielleicht ein bisschen blumig geschrieben, aber er hat zerlesene Exemplare von Jane Jacobs. Kennst du Jane Jacobs? Mm-mm. Also jedenfalls zählt er ein paar Namen auf von so Stadtplanern und Verkehrsplanern, die einflussreich sind und die sich für menschengerechte Städte eingesetzt haben. Und die hat er auf den Schreibtischen in den Bird-Büros liegen sehen. Und dann hat er sich gedacht, da ist er richtig. Und ja, das ist echt ganz interessant, wie jemand halt, also wie er halt erzählt, dass er, also er erzählt dann auch, wie, geht dann auch so auf die Anfänge der wie das Auto populär geworden ist quasi, wo ja vorher noch das Fahrrad, das also sehr sehr populär war und wo es auch viel Unfälle gab zum Beispiel. Also ist schon ein paar Wochen her, dass ich ihn gelesen habe, ich habe schon wieder vergessen, worum es genau geht. Also lest ihn mal, den Artikel, der ist gut. Ich lese ihn auch noch mal. Ist ja, verlinkt, mach mal. Auch. So, weiß ich nicht, ob wenn wir das nächste Mal die nächste Sendung machen. Nee, bei der nächsten Sendung wahrscheinlich noch nicht. Aber wir wollen ja die nächste Sendung. Die nächste Sendung wird ja so ein Messe-Special werden. Ne? Ist das richtig? Genau, ach ja, ja, können wir ja schon mal, wir müssen ja eh bald mal Schluss machen, dann können wir schon mal vorankündigen, die nächste Sendung wird ein Messespezial werden. Ich war ja auf der Cycling World in Düsseldorf. Morgen fahre ich zur Velo Berlin und du fährst am Wochenende wohin? Am Samstag zur Spezi. Aha. Also so ist der Plan. Samstag oder Sonntag fahre ich zur Spezi nach Germersheim, die zum 350. Mal stattfindet. Und mittlerweile Weltruhm
hat in der Spezialrad, aber auch in der Alltagsrad-Szene. Also immer noch ein bisschen Freakshow, aber für jeden. Aber ich hab kurz gedacht, dass das ja blöd ist, dass die gleichzeitig mit der Velo Berlin stattfindet. Mhm. Aber ist es ja eigentlich gar nicht. Also für die Aussteller vielleicht, weil die möglicherweise sich entscheiden müssen, wo sie hingehen. Oder sie sagen, wir gehen auf beide, weil da haben wir Süddeutschland und bei der anderen haben wir dann eher so den Nordosten. Ne? Ja, ja, ja. Also das sind regionale, ich muss mal gucken, aber die Velo Berlin ist eine Berliner Messe. Ne? Also, und das ist ja auch richtig so. Da sollen ja die Leute aus dem Einzugsgebiet hin und die Velo Berlin will ja auch gar nicht so eine Messe sein, das soll ja ein Fahrradfestival sein. Ne? Mhm. Ja, bin mal gespannt. Ich war da schon ewig nicht mehr. Das letzte Mal, als wir dort waren, erinnerst du dich, das war 2015, glaube ich. Ja, ja. Da war es ja zeitgleich mit der Fahrradschau. Genau, ja. Und da war die noch in den alten Messehallen. Jetzt ist sie ja am Tempelhof Flughafen. Das sieht, oh Mann, ich habe da bei Instagram habe ich ein kleines Video gepostet, wie ich auf so einem Elektroeinrad rumfahre. Und diese Halle, in der ich da fahre, die sieht total ratzig aus. Also so. Ja, die war es auch. Ja. Und also auch sonst, das war so Messe mit so einfachen Ständen reingestellt und sind ziemlich lieblos. Also die haben schon versucht, was draus zu machen, aber das hat die Messe nicht so hergegeben. Mhm. Ich weiß gar nicht, die IFA, die ist ja auch jedes Jahr da, ne? Die ist ja wohl auch ziemlich groß, wie das da aussieht. Müssten wir glatt mal hin. Na, vielleicht auch nicht, ist auch egal. Also jedenfalls da berichten wir dann in einem Aufwasch von allen Messen, ne? Ja, genau, das machen wir. So, und wenn wir uns danach wieder melden, dann sind möglicherweise die, dann ist die EKFV, die Elektrokleinfahrzeugverordnung, möglicherweise schon in Kraft, weil Mitte Juni soll die ja vom Bundesrat dann abgenommen werden. Ich habe ja übrigens ein Bird, ich war in Bamberg und da habe ich ein Bird rumfahren sehen. Ah ja. Also es ist natürlich unspektakulär, es ist halt ein Bird, es ist halt ein Roller. Also es ist ja nicht so, dass diese Dinge revolutionär wären. Nee, gar nicht. Aber mal gucken, was da draus wird. Also ich finde es gut, wenn ich könnte mir vorstellen, dass wenn so eine, ja, wie gesagt, eine kritische Masse erreicht wird, was ja auch die Critical Mass Fahrradaktivisten erreichen wollen. Wenn das erreicht wird, dann spielt es erstmal keine Rolle, wie das passiert, wer das macht. Ein bisschen nervt mich das oder stört mich an dieser Regelung, dass es Roller geben soll, die 12 Stundenkilometer schnell fahren dürfen und mit denen man dann auf dem Gehweg fahren darf. Das finde ich ein Irrsinn. Ab 12 Jahre mit 12 auf dem Gehweg, das ist kompletter Unfug. Ich frage mich. Scheuer Andi hat einen Hau. Ich frage mich, wer auf diese Idee gekommen ist oder wie man überhaupt darauf kommen soll. Ich meine, man sieht es doch so einem Roller nicht an, wie schnell der fahren kann. Nee, das ist auch einfach viel. Und warum? Gehwege. Warum sollen. Ich meine, die Kinder, die können ja mit ihren normalen Scootern fahren, ne? Mit denen sie sowieso schon unterwegs sind. Da sind sie schneller als 12. Und die müssen damit nicht fahren. Und dieses künstlich also auf 12 einschränken, und das ist ja, wenn die 12 Stundenkilometer fahren, dann sind die ja immer noch
7 Stundenkilometer mindestens oder 8 Stundenkilometer schneller als ein Fußgänger. Ich habe es kürzlich mal gemessen beim letzten Training, wie schnell ich eigentlich laufe, so normalerweise, und das sind 4 ungefähr. Ja, ja, 4 sagt man ja. Normal. Ja, ich glaube, ich war sogar noch langsamer. Also, und das sind ja dann, das ist schon ein großer Geschwindigkeitsunterschied, ne? Ja, das geht nicht, das ist echt falsch. Also ich bin mir nicht sicher, was da draus wird. Versichert werden müssen sie ja alle. Also ich glaube, die müssen auch versichert werden, soweit ich weiß. Ich weiß nicht. Ach, das ist jedenfalls dumm. Aber gut, ich bin mir nicht sicher, aber das hat auch so einen halb vorläufigen Charakter noch. Also sowas kann man auch wieder ändern, wenn es nichts ist. Ja, ja, das hoffe ich mal. Ich meine, jetzt sollen sie mal ein bisschen was machen und vielleicht kommen auch dann die Städte ein bisschen auf den Plan. Ich habe da neulich schon was gelesen, dass das jetzt ja quasi in die Städte einfach Mobilitätsangebote reingeworfen werden, ohne zu gucken, ob das zur Stadt passt. Ja. Und es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie immer sagen könnten, okay, ihr macht einfach, was ihr wollt, sondern dass man sich da eben vielleicht dann aufgeweckt fühlt, sich mal Gedanken drüber zu machen, was passiert da eigentlich und warum? Was ist da los? Ja, und immerhin, man kann ja auch mal was ausprobieren, ne? Und wenn es nicht funktioniert, dann lässt man es halt wieder sein. Mhm. Ne? Man kann zum Beispiel. Ja, weil, nee. Wie machen wir denn weiter? Ich habe noch ein. Sollen wir noch schöne Automobilfirmentechnik machen? Quatsch, brauchen wir nicht. Ich würde sagen, Hans, wir bereiten uns auf unsere Messen vor und machen dann zeitnah danach unser Messe-Special. Okay. Was hältst du davon? Doch, das finde ich gut. Ich wollte aber bis dahin vielleicht noch paar Lese- und Schauhinweise geben. Mhm. Erstens habe ich verlinkt eine wunderbare Analyse zur Fahrradhelm-Kampagne, die in der Zeit letzte Woche von Meli Kiak, die überhaupt eine gute Kolumne schreibt. Mhm. Ich sag jetzt gar nichts dazu, also sollte man einfach mal lesen. Ich habe das auch auf Twitter schon verteilt. Also sie schreibt zum Beispiel, das kann ich ja mal schreiben, mal vorlesen. Alle sollten besser einen Fahrradhelm tragen, auch Kinder und ältere Menschen. Doch die andere Wahrheit ist auch, dass Menschen im Verkehr sterben, weil Abbiegeassistenten für LKW immer noch keine Pflicht sind, weil durchgängige Radfahrwege im Prinzip nicht existieren, zumindest nicht wie bei Autos als eigenständiges, lückenloses Netz, das einen ohne Unterbrechung von A nach B führt und für den ordnungsgemäßen Zustand jährlich mehrere Milliarden investiert werden. Nur so als einen Punkt. Ja. Und die hat den wirklich so mit ein bisschen Abstand auch gut dargestellt. Und muss man eigentlich dann, damit kann man es dann auch sein lassen und sollte auch, damit die, wie gesagt, man kann ja einen Helm aufsetzen. Ne? Und dann habe ich noch ein kleines Video gefunden. Elon Musk, ne? Der hat diese Woche, glaube ich, auch wieder durchgedreht und hat irgendwie autonome Fahrzeuge, Ideen vorgestellt. Und dann hat er in einem Tweet geschrieben, dass er jetzt einen elektrischen Laubbläser bauen wird.
demnächst. Huiuiui, da haben dann die Deutschen überhaupt nichts mehr zu lachen. Und da wenn auch noch die Laubbläserindustrie angeht. Und da habe ich mich dann an das erste Schweizer Segway Laubbläser Polo Turnier erinnert. Von 2009, da habe ich auch einen kleinen YouTube-Film dazu gefunden. Ah, sehr schön. Sehr schön. Und das könnte man dann, also das knattert noch, ne? Aber das könnte. Ach so, sein. Da waren die Segways elektrisch und der Rest hat geknattert. Ja. Ah, oder pass mal auf. Vielleicht waren es auch elektrische, das weiß ich gar nicht. Muss ich mal gucken. Jedenfalls eine tolle Sportart hat sich nicht durchgesetzt. Und dann zum Angucken noch, das. Also nur kurz zu Elon Musk. Es ist ja, was ich ja schon sonderbar finde, aber dass, also wir sind ja geteilter Meinung, was vollkommene elektronische Assistenz angeht, ein bisschen. Ach so. Aber Elon Musk hat jetzt auch vorgestellt, dass in den neuen Tesla quasi ein Hundeknopf drin ist. Dein Tesla stellt alles so ein, dass du den Hund einfach gefahrlos im Auto lassen kannst. Klimaanlage und solche Sachen. Ja, aber das ist doch süß. Natürlich ist es süß. Außerdem blendet er auf dem Display ein, ich bin im Hundemodus, alles in Ordnung. Nicht, dass Leute sich beschweren und anrufen und so, ne? Ja, ja. Ich befürchte halt, dass irgendwann dann doch der Kleinkindmodus kommt oder so. Und ja, also wir sind geteilter Meinung hier in den Städten Stuttgart und Köln. Aber ach so, das hilft zum Verständnis. Soll man das noch kurz ansprechen dann? Was? Oldschool. Intelligent Speed Assistance. Nö, machen wir nächste Woche oder nächstes Mal. Okay. Dann hier noch ein richtig oldschool Video-Tipp. Leo's story actually begins way back when the world was black and white. With this, the Ford Cortina. This is Genesis, the first chapter in easily the most important book in British motoring history. It came along in 1962 and apart from the... Ich glaube, letzte Woche war die letzte Folge der dritten Staffel von The Grand Tour auf Amazon Prime. Das war Jeremy Clarkson, der über den Ford Cortina gesprochen hat, also ein Auto, das die Geschichte Großbritanniens und der Welt geprägt hat, also beziehungsweise Ford Cortina, / Granada, Sierra und Mondeo. Und der Mondeo, der wird jetzt eingestellt in vielen Ländern. Ich glaube, in den USA wird er gar nicht mehr verkauft. In England wird er Ende des Jahres eingestellt. Den kauft niemand mehr. Mittelklasse-Autos von Ford kauft niemand mehr. Und die haben die ganze Geschichte erzählt. Aber wirklich so, zum Beispiel, also das waren, die wurden als Firmenwagen, also in Großbritannien war, ich nehme nicht so viel vorweg, aber mancher weiß, dass das in Großbritannien sehr oft auch, ist in Deutschland glaube ich auch so, gibt es viel Firmenwagen, aber in Großbritannien war es aber noch mehr, glaube ich, oder früher waren die dran, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitern Autos eben ja haben kaufen lassen. Und da gab es dann, man konnte genau sehen, oh, welches Modell von diesem Ford der Nachbar hatte zum Beispiel. Hat er Doppellichter vorne zum Beispiel, dann war es der GTX und so. Dann musste er schon ein bisschen mehr Executive gewesen sein als der andere und so. Und das dröseln sie auch. Das erklären sie genau, ne? Und ach, das ist so schön. Und dann wie der Sierra, alte Welt. Wie der Sierra GT 2000 zum meistgeklauten Auto wurde zum Beispiel. Solche Sachen.
Und ach, und dann gibt's dann das, also das sollte man angucken. Ich habe weinen müssen, weil es so es geht einem so nah, also weil da so mhm. Es ist so menschlich auch, ne? also das ist wirklich die allerbeste Folge der Staffel, die Folge 14 auch sehr gut war, die Folge 13. Kann man sich auch noch angucken, da werden die drei, also Jeremy, Richard und James, werden in der mongolischen Steppe abgesetzt. Und dann kriegen sie noch einen Bausatz für ein Auto hinterhergeworfen mhm. aus einem Flugzeug. Das müssen sie dann zusammenbauen und damit in die Zivilisation zurückfahren. Auch klasse gemacht, so ein richtiges Abenteuer. Mhm. Und dann noch die Folge 9. Da testet Jeremy Clarkson einen Citroën unter Alltagsbedingungen. Zum Beispiel muss er ein Schiff ziehen. Ja, klar. Er muss die Alpen überqueren und solche Sachen. Also was man halt von einem französischen Kleinwagen erwartet. Alle anderen Folgen muss man sich nicht unbedingt angucken. Aber die drei, also die sind echt gut. Und dann gibt es noch eins. Und das ist jetzt, also das ist Super Nerd Meta Podcast, nämlich Das ist ein Podcast Reply All, kann man auch als Tipp geben, von Gimlet Media ist der. Und die Folge 140 heißt The Roman Mars Mazda Virus. Ich erkläre kurz, worum es geht. Ein Podcast-Fan hat sich ein neues Auto gekauft, ein Mazda 6, Baujahr 2016. Und er hört ganz viel Podcasts. Und darüber, in dem Auto hat er sich gefreut, kann er die endlich über Bluetooth hören. Alles funktioniert. Nur sein Lieblingspodcast bringt sein Radio, also sein Media Player im Auto zum Abstürzen. Oh. Und der heißt 99% Invisible, kennst du ja vielleicht. Mm-mm. Wenn nicht, solltest du den auf jeden Fall mal hören, von Roman Mars. Okay. Und die zwei in dem Podcast, die tun alles, um rauszufinden, warum das so ist. Weil das ein dermaßen obskurer Fehler ist. Also das ist wirklich sehr interessant, weil die machen echt viel, also gucken in den Code rein, rufen Programmierer an, erstellen neue Podcast-Folgen mit Titeln wie 100% Perfect und so, weil sie überlegen, woran es liegt, ne? Ob es am Prozentzeichen im Titel liegt und so, solche Sachen. Also, aber bei uns hat sich noch keiner gemeldet bisher, ne? Bitte? Bei uns hat sich noch keiner gemeldet, der solche Probleme hat. Nee. Also wenn ihr Probleme habt, meldet euch. Ne? Wir gehen der Sache auf den Grund. Auf jeden. Du, wir haben noch eine Sache. Wir haben ja, also wir hatten ja... One last thing. Ja, wir haben ja, also zwei vielleicht. Wir hatten ja lange Zeit so die Tradition, Picks zu haben. Ne? Mhm. Sachen, die wir gekauft haben oder empfehlen oder so. Sollen wir das vielleicht mal wieder machen? Ach so, ach, du hast ja mir das auch gezeigt. Du meinst die Schweizer Erfindung. Naja, zum Beispiel. Also ich habe einen Pick und du hast auch einen rein, ne? Habe ich gesehen. Ja, aber das ist schon ein bisschen länger her. Ja, ne? Das ist schon länger her. Ist der noch? Na, meins ist auch schon länger her. Aber ich habe nur überlegt, ob wir das noch machen sollen oder nicht. Wobei, jetzt fängt die Saison an. Also dein Pick finde ich okay. Das machen wir noch geschwind. Okay. So dann, viel Zeit muss sein. Genau. Dann pick ich nämlich die Transbag. Also Transbag. Das ist die Original-Velo-Transporttasche für Rennrad,
was steht da? Also, Velotransport gratis im öffentlichen Verkehr. Die kommt aus der Schweiz, heißt Transbag, also Transbag. Und wie ist es, wird die auch von der Schweizer Bahn vertrieben? Ich wollte mir die ja schon seit Jahren kaufen, immer besorgen, aber wusste nicht welche, weil es gibt, ja, es gibt ein paar verschiedene und so und dann immer hin und her. Und ja, also die Schweizer Bahn hat die entwickelt und vertreibt die auch in der Schweiz. Und es ist ja quasi Cheating, ne? Es ist ja... Man macht ja aus einem Fahrrad ein Gepäckstück. In genau, Deutschland, so schaut's aus. In Deutschland wird man da schon schief angeguckt mit sowas. Aber in der Schweiz ganz normal. Ja, und auch in Deutschland geht's. Also, ich habe mir die Transbag Original gekauft. Mhm. Oder heißt sie? Original heißt sie. Das ist eine Tasche, die, also die ist, ist eine Nylon-Tasche und ich habe ja so ein 27, also so ein 27,5 Plus Rad, also mit sehr dicken Reifen, Mountainbike, in Größe XL und das passt rein. Also die ist durchdacht gemacht, also man nimmt das Vorderrad raus, dreht den Lenker quer und dann ist eine in der Tasche innen drin ist noch eine Tasche, in die man das Vorderrad reinstellen kann und mit einem Klettband festmachen. Mhm. Dann macht man den Reißverschluss zu, also ja, bei meinem Mountainbike Dropper Post kann man ja die Stütze runter machen. Der Reißverschluss geht von beiden Seiten, das heißt, du kannst ihn kannst auch Teile rausstehen lassen, aber also mit Sattel, mit versenktem Sattel geht mein Rad komplett rein. Und dann ist eine Strippe, also ein Gurt dran, damit kannst du es tragen. Und ich habe das damit im ICE transportiert, jetzt schon zweimal. Funktioniert astrein und die Tasche ist nicht groß. Also man kann sie jetzt nicht... Man braucht einen größeren Rucksack, um sie mitzunehmen, weil mein Plan ist ja, ich habe ihn noch nicht so durchgeführt, damit quasi rauszufahren aus der Stadt mit dem Mountainbike und dann also mit der Bahn rauszufahren, um dann dort zu fahren, woanders draußen. Und mir und nicht immer 3,80 Euro einfach für eine Fahrradkarte zahlen zu müssen oder so, weil ich das finde das ein bisschen frech. Also zumindest ist es irgendwie gefühlt viel. Manchmal kostet das Fahrrad mehr als man selbst. Mhm. Und gut, die Tasche kostet 100 Euro. Oder da muss man sich mal noch überlegen, ob sich das lohnt dann. Aber andererseits, oft kann man ja das Rad sonst gar nicht mitnehmen, ne? Ja. Und abgesehen davon ist es auch sonst ganz praktisch, weil wenn du dein Rad im Auto oder sonst wo transportierst, dann bleibt das außenrum sauber, ne? Wenn das Rad dreckig ist zum Beispiel, kannst du es da auch reinpacken. Doch, und die funktioniert ganz gut. Die ist nicht zu klein. Also es gibt, wenn du jetzt ein Rennrad hast zum Beispiel, dann kannst du dir die Road zum Beispiel kaufen. Und es gibt noch die Pro. Die sind beide. Die passt sogar in die Trikottasche. Ja. Und ich habe irgendwo einen Test gelesen von einem, der die hat und der das tatsächlich so macht, wie ich mir das vorgestellt habe. Also er nimmt die dann auch im Rucksack mit und so, funktioniert gut. Aber wenn man, also mit der Original kann man eigentlich nichts falsch machen. Man muss nur wissen, dass sie dass jetzt nicht so super klein ist, die Tasche. Aber man kann sie gut unterbringen. Also und das ist echt ein feines Ding zum haben. Also wenn man ein Fahrrad transportieren will. Also was nicht reingeht, ist ein Hollandrad zum Beispiel, weil man muss das Vorderrad rausnehmen können. Das muss sein. Und naja, wenn Schutzbleche dran sind, gut, dann muss man irgendwie den Lenker quer drehen zum Beispiel. Das könnte dann auch gehen. Ja, oder du nimmst irgendein Kompaktrad, das passt ja rein. Ja, ja. Also, auf jeden Fall mal überlegen,
das ist, die gefällt mir gut und hat sich bewährt. So. Cool. Ja, dann sind wir durch für heute. Ja, ne? Warte mal. Kommt da Musik? Ja, ich glaube schon. Okay, also, dann schöne Musik. Schön. Dann sind wir durch. Dann, wie gesagt, nächstes Mal mit Messe Spezial. Da haben wir sicher einiges zu erzählen. Also ich habe ja schon von der Cycling World zu erzählen. Und dann noch von Velo Berlin. Und von der Spezi in Germersheim. Genau. Also, ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis bald. Dum, dum, dum. Dum, di, dum. Dum, dum, di, dum. Yep, Audioaufnahme gestartet. Ich auch. Jetzt ist übrigens dein Hintergrund verschwommen. Das sieht sehr elegant aus. Wie hast du das gemacht? Ja. Ah, meinen Hintergrund weichzeichnen. Aha. Cool. Ja, das ist so wie der Porträteffekt, ne, beim iPhone. Oh, übrigens, mein Plan ist aufgegangen. Hab ich dir erzählt, dass der Johannes gesagt hat, dass er ein Android-Telefon haben will? Jetzt hat er AirPods bekommen, ne? Zu Ostern. Da ist er so begeistert davon. Er will ein neues iPhone. Nix anderes. Weil ich meine, die AirPods funktionieren halt nur mit dem iPhone ordentlich. Also sämtliche tollen Funktionen, die haben. Übrigens, ich habe ihm dann gleich einen Trick gezeigt, ne? Wie du sie als 108, ja.